Wenn es brennt, so wie jetzt, wird die Regel verletzt, die besagt, misch dich besser nicht ein. Jetzt ist jeder gefragt, dass er Mitgefühl wagt. Lasst jetzt keinen zurück und allein. Das ist deutlich gescheiter und das bringt uns viel weiter, als den Kopf gegen Wände zu rammen. In der Stunde der Not heißt das erste Gebot: Wir stehen und wir halten zusammen. Diese Zeit ist kein Spiel, sie verlangt von uns viel, vielleicht mehr noch als jemals zuvor. Wer jetzt strauchelt und schwankt, an Verstummen erkrankt, gerade dem öffne du Tür und Tor. Trotz Tod und trotz Teufeln, man muss nicht verzweifeln und hilflos sein Schicksal verdammen. In der Stunde der Not heißt das erste Gebot: Wir stehen und wir halten zusammen. Wie die Stürme auch toben, halt den Kopf immer oben, selbst die finsterste Nacht geht vorbei. Ja, auch du taugst zum Held und zum Retten der Welt, wie im Einzelnen ist einerlei. Diese Prüfung ist hart, diese Nicht-Gegenwart, diese unsichtbar leise Bedrohung. Jetzt Besonnenheit üben, Abstand halten als Leben, gegen Gleichgültigkeit und Verrohung. Im Moment der Gefahr wird uns schlagartig klar, woher wir gemeinschaftlich stammen. In der Stunde der Not heißt das erste Gebot: Wir stehen und wir